Und los geht's. Guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Grüezi Gott miteinander. Sind wir da in Minecraft? Da sind wir in Minecraft. Ach, servus. Und heute haben wir uns ein besonderes Schmankerl ausgedacht. Ha, den McHüten-Gaudi. Den McDonalds. Nom 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 nom. Nee, natürlich nicht. Im Augenblick gibt es doch keine Hüten-Gaudi bei McDonalds. Du weißt ja gar nichts. Nein, ich gehe nicht zum Meckers. Aber eigentlich, Moment, wir wollten euch eigentlich jetzt erzählen, dass wir mal wieder einen besonderen Schmankerl geplant haben. Und zwar gehen wir heute mal in die Mine. Yay! Hallo Mine. Mal was Besonderes. Und zwar gehen wir jetzt da in Balas Mine rein. Und die inzwischen ein relativ großes Eingangsportal hat, das ich bisher immer noch nicht weiter verarbeitet habe. Ja, kommt noch. Kommt irgendwann noch. Ja, das machen wir und mal gucken, ob wir ein bisschen was finden. Nur mal so, by the way, ich habe mir auch mal Optifine geholt hier, so zoom, zoom, zoom. Ja, aber das bloß mal so, by the way, leider noch ohne Shader. Und jetzt stürzen wir uns hier erstmal ins wilde Abenteuer, in diese Mine. Mit hier Achtung, Ohren. Da au, 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 rechts, rechts, rechts. Rechts. Yay. So, das sind übrigens die Gänge, die ich so normalerweise immer grab, ne? Aha, aha, aha. Gut, da bin ich auf irgendwas anderes gestoßen, dann habe ich mich da ein bisschen rumgegraben. Dann, ja. Immer mal so meine 3x3 Felder, ne? Mal gucken, ob wir hier irgendwann nochmal wieder rausfinden. Vielleicht, mal gucken. Wir haben den Schwierigkeitsgrad übrigens auf einfach gesetzt, also gut, genau. So wie ich das ausgeleuchtet habe, werden hier wahrscheinlich keine Monster kommen, aber ne? Es könnten Monster auftauchen. Ach, hier sind wir auch schon auf Bedrock-Ebene. Welche haben wir denn jetzt? 3. Na, 3 ist ganz schön tief. Wir könnten eigentlich noch ein bisschen höher gehen. Na, warte mal, hier ging es irgendwo, hier waren irgendwo noch Gänge dann weiter, die ein bisschen, wo ich dann wieder höher gegraben habe. Genau, hier ist die Ecke mit der Lava. Vorsicht, Lava. Hier. Ja, okay. Ecke mit Lava. Vorsicht, Lava. Pff, au! Oh, das hat sich nicht gut angehört. Ach ja, apropos für Lava, ich habe auch ein paar Eimerchen dabei, mit frisch Erbrochenem drin. Womit man super geil Lava ablöschen kann. Genau, da haben wir uns jetzt extra nochmal zusammengesetzt und noch ein bisschen in die Eimer gekotzt. Die Eimer. Das ist voll eklig. Lass uns das Thema wechseln. Mensch, Junge, irgendwie sieht scheiße aus. Heute schon gekotzt. Wo bist du hin? Ich habe hier drin irgendwie keine richtige Weitsicht gerade. Ja, weil es Bedrock-Ebene ist mit, also hier ist dunkel. Hm? Ich muss mich hier auch gerade erstmal wieder zurechtfinden. Oh, schau mal, hier ein Ofen. Ein Ofen. Die Eingeborenen haben einen Ofen zurückgelassen. Ja, aber Bedrock-Ebene ist ein bisschen zu tief. Wir müssen eigentlich ein paar Felder höher gehen. Wie gesagt, irgendwo ging es hier wieder höher. Irgendwo. Da geht's tiefer. Siehst du? Ja. Ah, okay. Ich wusste es. Ich habe mich irgendwo höher gegraben. Oh Leute, hier finden wir doch nie wieder raus. Ach doch, das finden wir schon. Warte, wie war das mit deinen typischen 3x3-Gängen? Ich finde hier ein bisschen beengt. Hier. Haha, wir haben die Mine gefunden. Yay. Hier finden wir nie wieder raus. Ich muss erstmal was essen. Wir sind genau. Ich bin total Hast du dir die Koordinaten aufgeschrieben? Nö. Ich kann nicht schreiben. Sollten wir uns die hier mal eben aufschreiben? Bevor Hast du was wir zum Schreiben? Nicht in der Nähe. Doch, Moment dazu. Oh, jetzt rempel ich hier nur mit dem Mikrofon rum. Sekunde, ja. Ding, erzähl ding, doch was. Ding, 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 ding. Please hold the line. So, wir finden uns hier auf minus 120 und minus 212. Das dürfte dann so in etwa hinkommen nachher. Okay, alles klar. So betraten wir die von der Mine. Jetzt bin ich auch wieder dicht am Mikro, das heißt, man hört mich wahrscheinlich auch wieder gescheit. Ich höre dich nicht. Hallo, wer spricht da? Ich stell mir bevor einer Aufnahme immer so perfekt den Mikrofonständer hin, dass alles gut ist und jetzt habe ich ihn verschoben. Ich bin stolz auf dich. Jetzt Das haben wir voll lustig hingekriegt. So, ja, jetzt. Ja, ich habe schon epische Funde gemacht. Ich habe Eisen gefunden. Oh. Und ich baue natürlich direkt nach oben ab. Ich habe Wasser gefunden. Jubi, Wassereinbruch. Wir nehmen mal das Eisen mit hier. Eisen ist immer gut. Ah, oh, und das ist auch nochmal Eisen, hey. Ich höre Zombies. Denn mit Eisen kann man ja bekanntlich gut scheißen. Können wir irgendwie diese Fäkal-Ekel-Themen lassen? Das ist jetzt gerade unangenehm. Ich nehme mal die Schienen mit. Wer weiß, wann man die mal braucht. Ja. Mit der Spitzhacke geht das gut, oder? So. Spart mal eine Menge Eisen. Oh. Hier ist Kohle. Da ist ein Zombie. Hallo Zombie, komm mal her. Er tappt genau in unsere Falle. Voll Idiot. It's a trap. So. Hast du ein bisschen Erde oder sowas dabei? Jop. Jarp, meine ich. Ah,
Dann mache ich mal das Wasserding zu, ne, Bob? Ja. Weil ich suche gerade auch, ich habe nämlich keine Erde dabei. Das Gold! Achso, das ist Yubi. Du hast mich gerade voll nervös gemacht. Da kam auf einmal irgendwas auf mich zu. Entschuldigung. Hier grölen die Zombies. Ja, die machen hier fett Party. Die haben hier eine Rave-Party, ne? Vielleicht mache ich mal ganz kurz Minecraft ein kleines bisschen lauter. Always hardcore. Ja, hat dein Skeptis auch leiser gestellt? Nö, eigentlich nicht. Bei mir schon. Das ist mein Arschloch-Skype. Oh, Moment. Hey, Zombie! Es könnte sein, dass Skype sich wieder zwischenhackt. Die haben ja das App geupdatet, ne? Wo bist du denn hin? Au, ich habe hier ein Skelett gefunden. Stirb, Skelett! Bam! Du hast ein Pfeil im Kopf. Ja, finde ich es nicht im Knie. Oh, ich fange mal wieder an. Ich war gerade runter von dem Scheiß. Mein Leben könnte so schön. Wir sollten versuchen, dass wir einigermaßen zusammenbleiben, aber ich will auch irgendwie alles mitnehmen, was hier so ist. Ja, hier ist ein Zombie. Wollen wir den mitnehmen? Oh, das sind zwei Zombies. Zwei Zombies! Das kriegst du hin, ne? Nein, ich bin tot. Haha. Es wurde von Zombie getötet. Ach nee, Wandrag. Wo bist du eigentlich gerade hin? Das gerade eben hat sich angehört wie so ein Enderman. So, pfiu. Bist du weitergelaufen? Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich habe hier was gefunden. Irgendwas, was wertvoll aussieht. Ich weiß auch gerade nicht, wo du bist. Bestimmt Bier. So, da ist ein Zombie. Bier. Aber ich höre den Andy auch. Ja, ich höre ihn jetzt nicht mehr. Ich sehe dich. Also zumindest okay. Deinen Namen. Bleib mal eben stehen. Ich bewege mich nicht. Ich habe gesagt, ich soll stehen. Ach, bleiben. Da. Guck. Ah! Warum baust du denn hier unten rum? Weil ich da gerade ins Markt gesehen habe und ich wollte mir schauen, ob noch was dahinter ist. Aber nein. Na gut, dann lass mal weitergehen. Ja. Hela, this way. Ah, okay, da bist du. Ich glaube, hier sind Feinde. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, hier ist eine Wand. Aber da oben geht's noch weiter. Siehst du, da sind Feinde hinter der Wand. Ich sehe Kohle. Uah. Ich sehe Lava. Ja. Aber die Lava hört genau vor dem Feld auf. Ich gehe da mal langsam runter, ne? Ich will da nicht hoch. Geh mal. So, erstmal da das Spinnenzeug. Komm, wir gehen mal woanders hin. Ich will da hoch. Warte. Das kriegen wir anders hin. Yubi? Geh mal weg. Wenn ich sag, geh mal weg, dann geh mal weg. Ja. Ballas macht was Dummes. Wie immer. Nein, nicht da hinsetzen. Das ist gefährlich. Was machst du? Was hast du vor? Ich hab Angst. Ich auch. Okay. Ballas in geheimer Mission. Arbeitet sich am Rande der Lava vorbei. Ich hab übrigens heiße Füße, ein bisschen. Ich verfüge so lange mal einen Zombie, der hier hoch will. Stirb! Du räudige Schieft, Hühn. Warum gehen wir nicht einfach hier lang? Ich habe hier Eisen gefunden. Das ist viel, viel besser. Als einfach da lang gehen. Ah, lass dahin, das ist ein Dungeon. Ja, aber hier ist. Warte. So. Lavaquelle abgeschaltet. Lava wird jetzt langsam abfließen. Sehr langsam. Ja, ich mach dir mal den Weg hier zum Dungeon ein bisschen mit frei. Jo, ich hab hier auch jede Menge Eisen und Kohle gefunden. Ich baue mal ein bisschen was ab noch. Ich denke, du hast die Lavaquelle abge. Ja, das dauert, bis die abgeflossen ist. Ah, da passiert's langsam, ja, ich sehe schon. What the fuck? Was denn? Das ist ein Zombie-Spawner, kann ich dir schon mal sagen. Zumindest kamen da gerade ein paar Zombies, die mich in die Lava schubsen wollten, die Arschgeigen. Arschloch-Zombies. Hallo. Moin. Warte mal, hier oben ist noch. Oh, Kohle. Hey, was ist das hier für Kohlemasse? Heute hole ich mir einen Ballas. Hey, hör auf! Arsch! Yubi will mich töten. Hilfe. Warte mal, apropos Yubi will mich töten. Oh, hier ist eine Kiste. Das ist Redstone und Brot und Gold. Gold! Wir sind reich. Yay. Wir können uns endlich niederlassen, häuslich. Und Moment, das haben wir doch schon. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Dann führe ich dich gleich mal zum Dungeon. Hier oben ist jede Menge noch. Alter, was hier alles ist, das ist geil hier oben. Entschuldigung, ich muss hier wieder Fackeln setzen, tut mir leid.
Muss ich mich erstmal gerade wieder dran gewöhnen, denn wir haben inzwischen auch wieder angefangen, ein bisschen privat Minecraft zu spielen. Ja, mal wieder zur Abwechslung. Jetzt. Und da lässt man das dann gerne mal. Ja. Dann können wir ja mal schauen, dass wir da vielleicht mal von dem Server, auf dem wir jetzt spielen, dass wir da vielleicht mal ein paar Bilder zeigen. Ja, könnte man machen. Wollten wir von dem anderen auch immer machen. Ja, das haben wir dann nie gemacht. Dann können wir einfach mal so einen Zwischenstand machen. So, hey, so sieht's gerade aus, ne? Wir sind voll episch. Betet uns an. Oder so. Oder lasst. Oder ähnliches, genau. So, Ballas, jetzt komm doch mal. Ja, ich schau nur gerade. Das ist so viel Lava, das ist geil. Ah, das ist die Lava, die hier runterkommt. Hey. So, Juwel, du hast irgendwas gefunden. Ich folge dir. Komm. Zing, Schwerter. Huch. Ist aber dunkel. Ey, ein Diamant, cool. Melonenkerne. Und Melonenkerne, geil. Können wir unser Dingens anbauen. Ja. Also ich krall mir das gerade jetzt einfach mal, wir können das ja nachher beginnlich erteilen oder so, ne? So, Moment. Hier ist ein Spawner. Oh, pass auf, das ist ein Loch. Oh, Mini-Zombie. Wah, geh weg. So. So, hier, komm. Die Truhen sind da unten. So, dann graben wir uns mal runter, oder? Ui. Ich stöhn schon wieder irgendwer. Ja, hier unten steht noch einer. Ah. Ja. Mir juckt's. Ich glaube, ich muss mich mal wieder waschen. Nee, ich glaube nicht. So, wenn du da killst, sammle ich mal einen hier. Was war da so drin? Viel Spaß noch. Auch nochmal Melonenkerne, ein Buch mit Schutz 1. Ah, cool. Und weißt du, was ich noch gefunden habe? Nee. Die Kiste. Was? Ich hätte doch die Axt mitnehmen sollen. So. Klar, nehmen wir die Kiste mit, hallo? Ich kann doch keine Kiste zurücklassen, wo kommen wir da hin? Ja. So, jetzt kämpfen wir uns mal hier kurz gegen die. Danke. Strömung. An. Yeah. Und ein Stein rein. Oh, Mist. Du schaffst das. Du schaffst das, Jovi. Hey, lol, warum? Achso, weil da ein Spindler zwar hängt. Ja, Fackel. Nicht lange Fackel. Au! Zombie von hinten! Zombie von hinten! Spinne von vorne! Spinne von vorne! Da waren wir schon mal, glaube ich. Zumindest hängt hier eine Fackel. Oh, ich hab Smaragde. Smaragde. Zumindest ein. Ist da auch schon mal was. Wobei, hier können wir noch gar nicht gewesen sein, eigentlich. Ja, es hängen teilweise in den verlassenen Minen auch random irgendwo Fackeln rum. Echt? Ja. Cool. Au! Zombie! Ich bin zu blöd zum Springen, so. Das ist cool. Ich da oben schnell aus. Ey, baut damit die Kohle an den Füßen ab, weißt du, so ein Arsch. Ja, klar. Ich kümmere mich schon drum, kein Stress. Okay. Ey, ich habe 30 erreicht, ich muss was verzaubern, ich bin weg. Tschüss. Rätz. Kohle, sage ich schon. Das ist gar keine Kohle, das ist Eisen. Schön hier Eisen einsammeln. So, ja, wie gesagt, wir spielen ein bisschen privat wieder Minecraft. Genau. Und prügeln uns jetzt gerade mit dran rum. Irgendwas, was war da unten? Da war gerade was. Was ich aber ganz ehrlich sagen muss. Skelett! Was mich persönlich immer so ein bisschen stört, sind Skelette zum Beispiel. Nee, das ist, wenn man einfach was bauen will und dann halt einfach Monster mit dabei hat. Das ist so ein bisschen nervig, finde ich. Ja, das stimmt. Also ich finde das schon ganz gut, so wie wir das hier handhaben. Ja, einfach so zum Bauen werden halt mal so ausgestellt und wenn man Action will, dann macht man Action an. Jau. Und da wir heute sowieso kein anspruchsvolles Bauteam wären, haben wir uns gedacht, wir gehen mal ein bisschen was erkunden. Okay, hier geht das Höhlensystem weiter, da ist Gold. Huch, sorry, das war ich. Okay, da kommt ein Creeper. Creeper, ich hasse Creeper. Schau, weil sie platzen. Wir gehen mal hier unten weiter, oder? Ach Gott, da oben geht's auch noch weiter. Ich leuchte hier mal nur kurz aus, dass uns hier dann auf dem Rückweg nichts in den Rücken fällt. Ja, ich glaube, wir graben uns nachher sowieso gerade irgendwo raus. Meinst du, wirst du? Ja, wir finden nie wieder zurück. Ach doch, klar, sicher. Huch, ach, das ist Jubi. Kommst du hier unten lang? Nein. Guck mal da oben. Es ist ganz schön dunkel hier. So, das ist Redstone, ich hab Redstone gefunden. Yeah. Deshalb, da baue ich einen Redstone ab und sicher nicht die Gegend, ja? Das ist voll klug. Ja, das ist so diese Loot-Geilheit, die man ja immer so hat. Ja, das ist so dieses, oh Junge, Tunnelblick, ich sehe Materialien, abbauen. Ja. Und hinter dir ist der Creeper, oh Junge, was zum Essen, schnell mal springen. Was? Moment.
überfressen Spieler? Ich glaube schon, ne? Ich glaube auch.